Und jetzt wollte ich machen die Kartoffelchips. Die sind Kartoffeln aus Südamerika. Die sind fast also glatt und regelmäßig, also ohne Loch, ohne alles. Und schön große und fest zum Kochen. So, ich will die zum ersten schälen. Nehmen wir eine Pfanne. Das Öl sollte richtig heiß sein. Also das sind ungefähr 1,5 mm. Zum Testen, ob das Öl richtig heiß ist, einfach so reintun. Die sollte ein großes Geräusch machen. So, jetzt ist okay. Und das geht ganz schneller. So, und die sind leicht braun, sind fertig. Jetzt geben wir Salz. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.